Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär-TV-Interview. Der Kollege Michael Schröder ist mir an dieser Stelle wieder aus dem Homeoffice zugeschaltet und gemeinsam blicken wir jetzt auf seine Nebenwerte-Watchlist. Hallo Michael, wir starten mal mit VacuTech in die Sendung, denn der Konzern hat heute Zahlen vorgelegt. Wie sind diese denn ausgefallen? Ja, grüß dich, Marco. Ja, die Zahlen sind erwartet gut ausgefallen. Also das Unternehmen konnte den Umsatz um 15% steigern, das EBITDA um 27% im Vergleich zum Vorjahr. Aber entscheidend ist hier, wir haben das in der Sendung ja schon thematisiert, VacuTech, die Container- und Transportboxen für temperatursensible Güter, gerade in der Coronavirus-Zeit sehr stark nachgefragt. Mittlerweile werden rund 50% der weltweit verschickten Corona-Testkits mit diesen Boxen verschickt. Das zeigt das enorme Potenzial. Wir haben es hier schon des Öfteren thematisiert. Auch Medikamente müssen eben bei einer bestimmten konstanten Temperatur transportiert werden zum Kunden oder auch zwischen den Händlern. Und das ruft eben die VacuTech hier auf den Plan. Und man sieht hier im Chart, die Aktie konnte sich jetzt von den Tiefständen vom Corona-Crash schon deutlich lösen, befindet sich jetzt wieder in einem sauberen Aufwärtstrend und angesichts der Aussichten und der Prognosen meinerseits hier, ich gehe mal davon aus, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen kann. Technisches Kaufsignal sehen wir im Bereich mit dem Sprung über die 15 Euro. Die optimistischen Analystenkursziele liegen bei 18 Euro. Aber ich glaube, mit der Aktie im Depot kann man im laufenden Jahr noch sehr viel Spaß haben. Wir haben die Aktie hier im Realdepot vor einigen Wochen wieder neu aufgenommen, liegen jetzt hier rund 30% vorne. Also die Aktie macht auch während der Corona-Krise Spaß und sollte als, man sagt es ja immer wieder gern, als Profiteur der Krise hervorgehen, weil die Krise eben zeigt oder diese Entwicklung zeigt, wie wichtig diese Boxen und Container für die temperatursensiblen Produkte sind, also für den Erhalt der Lieferketten. Also hier selbst auf diesem Niveau immer noch ein interessantes Investment. Apropos Boxen, wir gucken mal auf Kochboxen und dann natürlich auf HelloFresh. Man hat letzte Woche seine Prognose für das zweite Quartal deutlich angehoben. Was denkst du, wie lange kann dieser Boom um HelloFresh, um diese Kochboxen noch anhalten? Ja, ich selber nutze das ganze Thema nicht. Bin in der guten Stellung, dass meine Frau hier für die Familie kocht und wir nicht auf die Kochboxen von HelloFresh angewiesen sind, beziehungsweise nicht auf diese setzen. Aber das nur am Rande, das soll natürlich nichts heißen. Du hast gesagt, die Prognosen für den Umsatz wurden deutlich raufgesetzt. 22-27% waren zuletzt erwartet. Wachstum, Umsatzwachstum im laufenden Jahr, jetzt liegen wir bei 40-50%. Dieser Trend dürfte auch noch eine Weile anhalten, weil eben hier vermutlich auch der ein oder andere Kunde, der das Ganze jetzt mal getestet hat, das für gut befindet und eben auch Kunde bleibt, auch über die Zeit nach dem Ausgangsverbot und nach den Kontaktsperren etc., dass man hier also auch darüber hinaus noch Kunden binden kann. Der Werbeeffekt in den letzten Wochen war natürlich enorm und das zu relativ überschaubaren Kosten, das sollte die Marge weiter vorantreiben. Aber du hast es schon gesagt, die Aktie ist in den letzten Wochen natürlich auch stark gelaufen. Neue Kursziele liegen jetzt im Bereich zwischen 40 und 50 Euro. Wir sind im Realdepot im März bei knapp unter 20 Euro. Man sieht es hier im Chart sehr schön mit einer Trading-Position eingestiegen, kratzen jetzt hier an der 100%-Marke, werden aller Voraussicht nach in den nächsten Tagen ja auch mal mindestens bei der Hälfte der Position die Gewinne einstreichen. Mittelfristig ist hier mit Sicherheit noch Luft nach oben. Kurzfristig scheint die nächste kurzfristige Konsolidierung überfällig. Gut, das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber alles in allem wird die Gesellschaft auch gestärkt aus der Krise hervorgehen. Auch QSC hat jüngst Bilanz gezogen, diese präsentiert. Wie ist denn der Konzern ins Jahr gestartet und was erwartet man für den Rest des Jahres? Ja, der Vorstand, wir haben es ja auch schon mal thematisiert, spricht immer von sequenziellem Wachstum, also will von Quartal zu Quartal den Umsatz steigern. Das ist ihm auch jetzt im Q1 gelungen. Leichter Umsatzanstieg, die Prognosen für das Gesamtjahr beim Umsatz wurden bestätigt und das ist ja in Zeiten wie diesen eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil doch ziemlich viele Prognosen entweder reduziert oder komplett ausgesetzt werden. Also der Vorstand sieht sich hier weiter auf Kurs.
Man sieht es im Chartverlauf, die Aktie ist jetzt über die GD200 angestiegen. Mit dem Sprung gelingt das Kaufsignal über die 1,24 €, wäre Luft aus technischer Sicht bis 1,40 €. Es gibt jetzt schon Analystenstimmen, die Aktie bei 2 bzw. 1,80 € fair bewertet sehen. Aber man sieht, das war immer das Manko, wir haben es oft thematisiert, QSC liefert aktuell. Das freut die Investoren. Da man erkennt jetzt hier, dass das Vertrauen wieder zunimmt, der Auftragseingang um 30% gesteigert im Q1. Das passt natürlich sehr gut ins Bild und die ganzen Homeoffice-Thematiken und Heimarbeiten spielen dem Unternehmen natürlich auch in die Karten. Gut möglich, dass wir jetzt hier im Q2 sogar noch eine erste angekündigte Übernahme sehen. Über die horrenden liquiden Mittel haben wir auch schon mal gesprochen. Also der Newsflow dürfte positiv bleiben. Charttechnisch haben wir hier jetzt grünes Licht kurzfristig. Also alles in allem ist die Aktie auf einem guten Weg. Oder ist der Unternehmen auf einem guten Weg und die Aktie hat jetzt die Möglichkeit, sich sukzessive weiter nach oben vorzuarbeiten. Schauen wir auf Sixt. Vergangene Woche verkündete Sixt, dass man einen Staatskredit über 1,5 Milliarden Euro benötigt. Wie stark leidet denn Sixt unter Corona und wie schnell könnte es vielleicht dann wieder aufwärts gehen? Ja, der Konzern leidet natürlich extrem. Wir haben es ja auch schon thematisiert. Die Zahlen haben gezeigt, den deutlichen Einbruch des Geschäfts ist klar. Keiner fliegt mehr in Urlaub, keine Geschäftsreisen etc. Das Hauptgeschäft, die meisten Verleihstationen an den Flughäfen oder Bahnhöfen. Klar, dass das Geschäft jetzt eingebrochen ist, aber man sieht es, der Optimismus ist da. Der Vorstand hat ja selber davon ausgesprochen, dass wir im nächsten Jahr wieder zurück auf den Wachstumskurs kommen. Die Analysten stimmen größtenteils zu. Wir sehen hier noch deutlich höhere Kursziele als die 60 Euro, die wir jetzt gerade hier aufrufen. Also alles in allem ist hier sehr, sehr viel Optimismus im Markt, also bei den Analysten und auch beim Vorstand. Der Kurs, man sieht es, kann sich jetzt noch nicht so richtig entscheiden. Von den Tiefständen im Corona-Crash haben wir uns schon gut lösen können. Jetzt gilt es natürlich hier aus dieser Konsolidierung einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Dazu braucht es positive Nachrichten. Nicht, oder in dieser Woche werden wir noch die endgültigen Q1-Zahlen, dann gibt es wieder Standsmeldungen zur aktuellen Entwicklung. Man wird natürlich jetzt hier sehen, dass das Q2 und das laufende Jahr noch sehr, sehr schwach ausfallen werden. Aber mehren sich die Anzeichen, dass es Sixt gelingen wird, dann auch nach diesen großen Auswirkungen der Corona-Krise, die Aufholjagd zu starten und hier Marktanteile zu gewinnen in Amerika. Da erscheint der ein oder andere Wettbewerber nicht ganz so gut dazustehen. Zudem gibt es natürlich jetzt auch kurzfristig noch einen potenziellen Impulsgeber, dass wenn es denn Geschäftsreisen gibt, dass die nicht unbedingt oder überhaupt Reisen gibt, dass die nicht unbedingt im Nahverkehr, öffentlichen Nahverkehr oder mit der Bahn stattfinden, sondern dass hier doch wieder vermehrt auf Autos gesetzt wird, um den Abstand und die Distanz zu wahren. Also hier könnte man jetzt vielleicht schon eine leichte positive Entwicklung reininterpretieren. Der ein oder andere Sommerurlaub wird ja vielleicht auch noch nicht aufgegeben. Also vielleicht wird das laufende Jahr nicht so desaströs, wie es bisher dargestellt wird. Also es wird mit Sicherheit im Vergleich zum Vorjahr sehr, sehr schlecht, aber man kann durchaus sagen, hier ist sehr viel Hoffnung und spiegelt sich das in den nächsten Daten und Aussagen wieder, dann dürfte die Aktie auch jetzt hier die 60-Euro-Marke nachhaltig hinter sich lassen und dann in einen Aufwärtstrend übergehen. Aber wie gesagt, hier ist noch sehr, sehr viel Konjunktiv im Spiel. Schauen wir noch auf Aixtron. Aixtron hat unterdessen die Prognosen für 2020 bestätigt. Der Corona-bedingte Rückstand soll dann in den kommenden Monaten wieder aufgeholt werden. Sind denn die Analysten auch wieder optimistischer für Aixtron? Ja, wir haben hier eine Reihe von positiven Analystenstimmen mit Zielen im Bereich 11, 11,50, also deutlich über den 9,50 €, die wir momentan auf dem Kurs Tableau stehen. Die Problematik hier war im Q1, dass der Umsatz und damit auch der Gewinn etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Das war die Folge des schlechten Auftragseingangs. Den haben wir im letzten Jahr hier oft thematisiert, im Q2, Q3 im letzten Jahr, bedingt durch die Wirtschaftskrise, Handelskonflikt zwischen USA und China. Das hat sich ja dann, wie wir wissen, im Q3, Q4 deutlich verbessert. Das heißt also, dass wir jetzt hier auch im Vergleich hier mit den nächsten Zahlen wieder deutlich bessere Zahlen sehen müssten. Durch die Corona-Krise selbst kommt das Unternehmen im Vernehmen nach eigentlich recht gut. Also alles in allem dürfte diese bestätigte Prognose, also auch hier wieder die bestätigte Jahresprognose durch
was zu erreichen sein. Und setzt sich diese Meinung am Markt durch, dann sollte die Aktie aus dieser laufenden Konsolidierung dann auch wieder in zweistellige Kursregionen vorstoßen können. Und dann wird man mal sehen, wie sich das Ganze auftragsseitig in den nächsten Quartalen zeigt, ob wir uns dann endlich nachhaltig in dieser Zone halten können oder ob es dann wieder irgendein ja, größeres makroökonomisches Problem gibt. Aber Stand jetzt überwiegt auch auf diesem aktuellen Niveau mit Sicherheit die Chance. Also, aber jeder weiß oder jeder muss wissen, der sich mit dem AX-Thema beschäftigt. Die Aktie ist volatil. Wir haben hier eine relativ hohe Short Interest, aber auch hier, wie gesagt, die Grundtendenz ist positiv und liefert das Unternehmen oder bleibt der Newsflow entsprechend positiv. Dann sehen wir hier auch über den Sommer den Sprung in die zweistelligen Kursregionen. Michael, das war's dann für heute. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Ja, das war die Nebenwerte-Watchlist des Kollegen Schröder. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.